Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder eine neue Location und zwar sitze ich an meinem Wohnzimmer-Esstisch. Und ja, ihr werdet gleich erfahren, warum. Zuerst hoffe ich mal, dass das Licht gut ist, weil ich habe hier meine Softbox aufgebaut, aber die ist viel zu nah dran, weil ich leider nur hier die Steckdose habe. Irgendwie ist das Kabel viel zu kurz. Aber egal. Und da ist, also da hinten ist ein Fenster und da kommt die Sonne rein. Aber ich musste das mit den Vorhängen zumachen, weil die hat geblendet. Deswegen hoffe ich, dass es okay ist, weil ihr seht, dass hier die Sonne blendet. Ja. So, also willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar ist dieses Video eine Kooperation. Aber erstmal sage ich euch, worum es geht. Und zwar geht es um die Ultimate Beauty Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Ich habe auf jeden Fall noch nicht so viele Videos auf YouTube davon gesehen. Und zwar muss ich 5 Aufgaben bewältigen. Ich habe mir Hilfe geholt und zwar hilft mir die liebe Lubella. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Auf jeden Fall verlinke ich euch ihren Kanal unten in die Infobox. Und wenn ihr möchtet, dann schaut gerne bei ihr vorbei. Sie würde sich bestimmt sehr freuen. Und ja, wie gesagt, wir machen dieses Video zusammen. Also das ist ein Kooperationsvideo. Das heißt, ich mache die 5 Aufgaben und sie macht die 5 Aufgaben. Ups. Und ihr entscheidet dann, wer gewonnen hat. Ja, ich denke, so machen wir es, weil das wird nicht leicht sein. Ja, deswegen sehe ich auch heute nur so halb geschminkt aus und ja, meine Haare sind ein bisschen fettig. Ja, weil ich muss sie jetzt auch wieder waschen und das werde ich spätestens nach diesem Video auch tun oder eventuell morgen, je nachdem. Und ja, ich labere hier zu viel drumherum. So, fangen wir direkt mit Aufgabe Nummer 1 an. Und zwar lautet die erste Aufgabe, mache dir ein Haardutt in 5 Sekunden. Das wird schwierig, weil ich trage ja öfters Dutt, wie ihr wisst, aber ich mache mir hier oben so einen Zopf, so einen ganz streng und dann wickle ich den so ein und gehe nochmal mit einem zweiten Haargummi drüber. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich das mit meinen Haaren hinkriege, einen Haardutt, also mit einem Haargummi und in 5 Sekunden. Ich habe was vergessen, mein Handy als Timer mitzubringen. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mein Handy mitgebracht und jetzt muss ich erstmal den Timer hier suchen. Also mache dir einen Dutt in 5 Sekunden. Und ja, ich werde mir erstmal die Haare durchkämmen. Ups. 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 Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. Das heißt, ich werde jetzt wohl hier drauf gucken müssen, während ich den Dutt mache. Also ich starte schon so. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil schaut euch meine Haare an. Sonst habe ich wirklich keine Chance zu gewinnen. Deswegen starte ich so, wobei ich glaube, ich werde es eh nicht schaffen. Ja, ich denke nicht, dass ich es schaffen werde, weil ich kenne mich und ich brauche für alles ziemlich lange. Ich bin bei allem ziemlich langsam und ja. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Ich sag los geht's, es sind 5 Sekunden, ihr könnt da auch zählen, aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier. Ja, das Problem ist, ich muss starten und dann die Hand hier hochkriegen, Leute. Das heißt, ich fange, ich werde. Ja gut, ja gut. Okay, wir fangen an, weil ich muss die Hand dann gleich wieder hochnehmen. Deswegen, okay. Leute, das ist doch unmöglich. Also, ich habe es nicht geschafft. Schaut mal, ich habe es gewusst, ich schaffe es nicht. Na gut, kommen wir gleich zu der zweiten Aufgabe. Weil jetzt mache ich mir wirklich einen Dutt. Ich könnte ja mal mitrechnen, wie lange ich dafür brauche. Beziehungsweise bräuchte ich noch ein zweites Haargummi. Weil ich mache das immer so. Jetzt würde ich hier ein Haargummi drum machen. Jetzt habe ich natürlich nur eins hier. Dann drehe ich den so. Und dann drehe ich den hier so ein.
so richtig stramm und dann das Haargummi nochmal drüber. So. Okay, also so mache ich den immer. Na gut, nicht geschafft, die erste Aufgabe. Aber das war mir klar, dass ich das nicht schaffe. Gut, die zweite Aufgabe lautet... Oh Gott. Oh Gott, Leute, das ist auch unmöglich. Und zwar einen Ringed Eyeliner in 30 Sekunden. Das ist schwierig, weil... ich glaube nicht, aber wir versuchen es mal. Und zwar nehme ich mir hier meinen Spiegel zur Hand. Hier nehme ich meinen flüssigen Eyeliner, diesen hier. Und ich zoome euch mal ein bisschen näher ran, wenn es geht. Ja, wow, doch, es geht super. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich weiß es nicht, aber ich zeige euch das Ergebnis mal kurz. Und zwar hat sich hier schon oben was dran geklebt. Aber ich habe es geschafft, als ich Stopp gesagt habe. War es vorbei. Und ich finde, ich sag mal, es ist okay. Ich brauche dafür auch immer sehr lange. Aber hier vorne hätte ich jetzt noch ein bisschen was gemacht. Und ja, der ist ein bisschen dicker, ne? Aber... Schreibt mir, ob ich diese Challenge bestanden habe, weil zeitlich habe ich es geschafft, ne? Weiter geht's mit der dritten Aufgabe. Okay. Die dritte Aufgabe heißt perfekte rote Lippen in 10 Sekunden. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Ob ihr mir das zutraut oder nicht, ich würde jetzt sagen, ich schaffe das. Also jetzt nicht perfekt, aber ich würde sagen, ich schaffe das, weil ich habe jetzt diesen hier genommen von Essence, diesen, welcher ist das? Der True Wear 03 und den kann man eigentlich ganz gut auftragen. Deswegen denke ich, ja, ich schaffe das. Also die nächste Aufgabe lautet, lackiere deine Nägel in Rot in 30 Sekunden. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich würde mal sagen, ja. Doch, ich würde mir das zutrauen. Ich habe bewusst keinen Nagellack drauf gemacht, beziehungsweise habe ich nur einen Nagelhärter, aber der ist ja eh durchsichtig. Und 30 Sekunden ist schon wenig und dann noch ein roter Nagellack. Schreibt mir in die Kommentare, traut ihr mir das zu, ja oder nein? Würde mich mal interessieren. Und ja, los geht's. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich war knapp drüber und ich bin mit dem nicht ganz fertig geworden. Und zudem muss ich sagen, dass der Nagellack nicht deckt. Also, der deckt leider nicht. Aber ansonsten... Okay, hier fehlt auch ein bisschen, könnt ihr es sehen. Ja, leider nicht geschafft. Also, schade. So, meine Nägel müssen jetzt mittlerweile trocken sein. Ich zeige sie euch trotzdem nochmal. Und so schaut es aus. Wie gesagt, ich habe es leider nicht geschafft. Aber ihr könnt ja das Ergebnis beurteilen. Also, es kommt aber noch eine einzige Aufgabe. Und zwar
Nenne so viele Make-up-Marken, wie du nur kannst, in 20 Sekunden. Und ich sage, ich werde daran kläglich scheitern, weil, ich weiß nicht, also ich denke nicht, dass mir jetzt boom, boom, boom die ganzen Marken einfallen werden. Aber wir probieren es trotzdem mal. Ich werde nachher mitzählen, wenn ich das schneide, und dann schreibe ich euch hier oben hin, wie viel ich geschafft habe. Ihr könnt ja mitraten, beziehungsweise schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr denkt, wie viele ich schaffe. Ich sag 6 oder 7. Mehr traue ich mir nicht zu. Gut, also 20 Sekunden. Jetzt suche ich wieder diese Funktion. Wo war sie hier? Also wie viel? 20 Sekunden. Gut. Moment, ich überlege jetzt ein bisschen, damit ich nicht ganz wie ein Loser dastehe. Und zwar... Okay. Gut. Start. Gut, P2 Astor Make-up Factory Benefit MAC BU Misslin Essie Essence, hier, was ist das? Aden Cosmetics, Garnier, Manhattan und vorbei. Also ich glaube, das waren jetzt, ich meine 7 oder 12. Ich weiß nicht, ich schreibe es euch wie gesagt hier hin. Ja. Schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, wie viele ihr erraten hättet. Genau. Ich bin mal gespannt, wie Lubella diese Challenge gemeistert hat. Ob sie es besser geschafft hat als ich. Aber ich denke schon, dass sie erfolgreicher war als ich. Doch, ich gehe davon aus. Doch, ich glaube schon. Aber schaut gerne auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke euch in die Infobox, wie gesagt, ihren Kanal und ihr Video natürlich auch. Das kommt nämlich zeitgleich mit meinem online. Sehr wahrscheinlich. Und... ja, ansonsten schreibt mir, mögt ihr Challenges? Wollt ihr mehr Challenges sehen? Wenn ja, dann schreibt mir, welche ihr sehen wollt. Schreibt sie unten in die Kommentare. Aber solche, die man alleine machen kann. Also es ist wichtig, dass ich sie alleine meistern kann. Also weil ich habe jetzt keine Person, die da mitmachen würde. Genau, das dazu. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!